Und wie begründet ist die Befürchtung, dass man wegen der Maske ständig den eigenen Atmen sanft Kohlendioxid wieder einatmet? Die ausgeatmeten CO2-Moleküle sind so klein, dass sie die Maske problemlos durchdringen. Aber wenn man sagt, dass der Virus so klein ist, dass die Maske problemlos durchdringen, nein! Nein! Zitat, ungeriebter Chromaschutz, die Maske lässt Sauerstoff und CO problemlos passieren. Kopfweh, Schwindel, Atembeschwerden. Was sagen Fachleute zu den oft beklagten Nebenwirkungen der Maskenpflicht? Und dann kommt's, viele müssen stundenlang eine Atemschutzmaske tragen. Ein Verdacht, der auch in sozialen Medien die Runde macht, die Maske lässt zu wenig Sauerstoff durch und staut stattdessen das Kohlendioxid. Was ist da dran? Das SRF Gesundheitsmagazin Puls fragt nach dem Chefarzt des Lungenzentrums im Kanton Zürich und dann er winkt ab. Es gibt keinen direkten Link zwischen Maskentragen und der damit verbundenen Art des Atmens und der Entstehung von Kopfweh. Kopfschmerzen seien vielmehr ein unspezifisches Symptom, das bestimmte Leute häufiger trifft als andere, wenn sie mit einer Störung konfrontiert sind. Das kann etwas Unspezifisches sein, das Stress auslöst, oder etwas Ungewohntes wie eine Maske. Oder etwas Ungewohntes wie eine Maske. Ich habe eine Maske angelegt. Ich habe mir das auch eingebildet. Ich habe auch in mir eingebildet, dass ich nicht gut schnaufe. Und in einem heissen Raum bilde ich mir wahrscheinlich ein, dass ich mehr schwitze. Und wenn ich Ausschlag habe, bilde ich mir wahrscheinlich einen Ausschlag. Und damit ich die Einbildung kann eliminieren kann, muss ich einfach Antibiotika nehmen. Unter der Maske entsteht ein Klima, das die Ansiedelung von Bakterien begünstigt. Aber ist kein Problem für die Lunge, es ist ja nur für die Maske, ist das richtig, oder? Es ist ja kein Problem. Dagegen helfen Medikamente mit Salben und Salben mit Antibiotika. Und Salben mit Antibiotika. Maske tragen, überhaupt kein Problem. Ihr müsst einfach Antibiotika fressen und dann geht das. Und Puls hackt nach. Und dann Forschungsanstalt, natürlich auch stark abhängig vom Staat, EMPA, da sagt jetzt genau das Gleiche. Es ist kein Problem. Die Sauerstoffaufnahme wurde durch das Maskentragen nicht reduziert, auch nicht bei leichter oder moderater Aktivität, wie wir auf den Laufbahn simuliert haben. Bei körperlich anstrengender Arbeit ist die Maske durchaus spürbar. Beim längeren Einsatz ohne Pause kann das durchaus zu einer Leistungseinbuße führen. Und dann die Empfehlung der Experten, so oft wie möglich Pausen machen, durchatmen und versuchen, sich an die neue Situation zu gewöhnen. What the fuck, ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Pausen machen, also wieso denn Pause machen, wenn die Luft normal durchkommt? Und dann durchatmen, wieso man dort vorne auch durchatmen, das ist einfach feine Propaganda. Und schaut die Frau an, wie sie genüsslich den Windelsaft aufsaugt. Es ist wie ein ätherisches Öl, seine eigenen Bakterien, die sich ansammeln. Ah ja, das ist keine Verschwörungstheorie, eben, da haben wir da gelesen, Bakterien sammeln sich an. Unter der Maske entsteht ein Klima, das die Ansiedlung von Bakterien begünstigt. Und haben schon mal gewusst, wie man sich von Viren wirklich schützt? Mit einem ABC-Anzug. So sieht ein Virenschutz aus. Den Helm braucht man nicht, weil anders als die Tagesschau und der Bundesrat, wie sie glauben machen, hat der Virus kein Flügel und dann kann es zum einen auf den Kopf abstürzen. Also es hat keine Kamikaze-Viren unterwegs. Den Helm braucht es nicht, aber ungefähr so eine Maske müssen wir anhaben, damit wir das Ganze können ernst nehmen. Es war nie einfacher gewesen, den Bullshit von Massenmedien und Regierung zu entlarven.